Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima auf der Insel Iki. Wir machen mit der Erkundung weiter, arbeiten uns jetzt wieder Richtung Osten, weil wir da noch viele, viele Aufgaben haben. Und nehmen natürlich wieder alles mit, was wir auf dem Weg dahin finden können. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Willkommen und danke für den Daumen nach oben in den letzten 7 Folgen und auch heute, wenn es euch gefallen sollte. So, dann haben wir Tiere. Da vorne sind Mongolen auch. Wieder diese Wildschweine hier. Muss das sein? Bisschen zu kurz geschossen. Halt mal still. Ups. So lange konnte ich den Pfeil nicht halten. Ah, der ist zu schnell im Vollsprint. Gehe ich lieber erstmal weiter. Verbesserung und sowas brauche ich ja sowieso nicht mehr bei dem Leder. Angriff! Da. Eine Geisel haben sie! Au! Ein Versager wie euer Vater. Ja. Weil sie wieder alle gleichzeitig angreifen hier. Kunais! Alter! Warum seid ihr so krank? Nicht mal ein Schamane dabei. Okay. So. Leicht schlechter Anfang, aber am Ende, wenn weniger Gegner da sind und nicht alle gleichzeitig schlagen, dann kommt man noch ganz gut zurecht. Und was ich gar nicht so mag in diesem Spiel, ist es, die Gegner anzuvisieren. Man kann es ja jetzt machen, aber es spielt sich dadurch nicht unbedingt besser. Also man merkt schon, das Spiel ist halt programmiert worden, ohne dass man Gegner anvisiert. Und das Kampfsystem ist auch so darauf ausgerichtet, sodass es jetzt mit den Gegner anvisieren einfach für mich nicht so gut funktioniert. Und es hat ja auch vorher ohne sehr gut geklappt, weil man einfach flexibler ist, finde ich. So, Dame, ich rette dich. Alles wird wieder gut. Sie nahmen uns gefangen und töteten ihn dann. Den alten Mann, der die Affen versorgte. Wo ist das passiert? In dem alten Lager über Saruiva. Sie treiben dort alle Tiere zusammen. Wer weiß schon wozu? Sucht Unterschlupf. Ich sehe mir das an. Vielleicht opfern die wieder ihre Tiere. Okay. So, der Ort wurde dann wieder auf der Karte hinzugefügt. Wir schaffen das schon. Und ich wollte jetzt da hinten hin. So, gucken wir mal. Ah, da unten. Kommen wir später hin. Ist wieder so ein Mongolengebiet, was wir abschlachten können. Genau wie da vorne auch. So, die Bogenherausforderung, das war das Fragezeichen. Wir hatten es gesehen beim Vorbeireiten, aber noch nicht entdeckt. Das machen wir jetzt. Das war nicht das so gut. Werde ich Ihnen sagen. Waren das alle? Nein! Ja, da oben! Das war am Ende kacke. Was? Immer noch nicht fertig? Boah, da hinten! Ja. Ja, das war richtig schlecht. Ja, das, ich wusste ja nicht mal, wo die alle stehen. Kann ich normal machen. Ach komm, man darf echt nicht früher schlagen. Erschießen. Das ist aber schade. Ich dachte, die kriegen das vielleicht nicht mit. Die hauen dich übers Ohr, oder?
Alter! Das ist schon beeindruckend. Ja, war auch hier 7 Sekunden. Ihr habt's doch nicht mehr alle mit 7 Sekunden, ey. Geschafft. So, wir können weiter. Und zwar jetzt dahin. Und dann gibt es hier die Legende von Schwarzhand Rico. Ja. Ich glaube, den Weg mache ich. Hallo! Oh nein. Schon wieder Headset-Batterien wechseln. So, Gas geben! Wir müssen weiter. Katze. Dass sie einen immer vor das Pferd laufen müssen, ey. Und der Himmel noch leicht rötlich gefärbt ist, ne? Durch den Sonnenuntergang da hinten. Da sind die Schweine wieder. Okay, was haben wir denn hier noch? Da haben wir nur ein paar Vorräte, ein altes verlassenes Lager. Niemand mehr da. So, Vogel. Ich bin noch eh auf dem Weg zu deinem Teil. Oh, hier schon? Säule der Ehre. Ah, wieder so eine Säule. Da gibt es wieder Schwertskins. Danke, Vogel. Wie die Sonne durch den Baum scheint hier. Wow. Der Steinmetz. Bescheiden und doch stärker als ein Prinz. Okay. Naja. Mit einer Flasche vorne dran. Bisschen zu weiß. Griff sieht aber interessant aus. Okay. Danke dafür. War aber nicht der Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Oh, was haben wir denn hier? Sind da vielleicht wieder Leute, mit denen man reden kann da unten? Hier ist auf jeden Fall Badetag heute, oder? Krass. Ich muss hier aber rumreiten. Ich komme ja mit dem Pferd ja nicht durch. Was ist denn das da? Ryosu! Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Ryosu! Ryosus Verrat war auch immer noch sehr tragisch, ey. Ich hätte doch eben mein Pferd hier abgestellt. Wieder mal eine schöne Blumenwiese hier. Oh, und ein weiterer Katzenschrein. Der andere war doch gar nicht so weit von hier weg. Sind die so nah beieinander? Es gibt doch nur 3, dachte ich. Ein Hinterhalt! Ein Hinterhalt? Das ist eine Falle! Was büßt ihr? Das ist gar kein Katzenschrein. Dachtest du was? Nix kannst du. Sowas zum Thema mächtiger Schamane. Pflanze kann man gar nicht mitnehmen. Das war's. Jetzt darf ich hier Flöte spielen? Es fühlt sich falsch an, hier Blut zu vergießen. Es ist so friedlich.
Ja, der Frieden kehrt zurück zu dem Katzenschrein. So war meine Mutter. Sie lockte mich fort von Studium und Übungen, mit Versprechen von Birnen und Melonen. Dann log sie Vater an, wir hätten den ganzen Nachmittag gelernt. Sie sagte mir, manchmal sei es wichtiger zu leben. Ein weiser Spruch. Manchmal sei es wichtiger zu leben. Dein Talisman der Jagd, Nikomis, wurde verbessert. Achso, ja, der. Den brauche ich aber auch nicht. Was für eine wunderschöne Weitsicht, die wir hier, gut gemacht, hier wieder super vor unseren Augen liegt. So, das war der Teil. Dann können wir jetzt direkt zur Schwarzhand-Rico-Geschichte reiten. Außer uns trifft auf dem Weg dahin noch ein Vogel. Wer weiß. War ich da schon oben? Ah ja, das, hier war ich schon oben. Da habe ich ja den Baum hier oben getreten. Ich erinnere mich. Wie komme ich denn am schnellsten jetzt hier rüber? Ich kann auch da lang. So, hier ist eine Straße. Perfekt. Was auch schön ist, man muss hier in dem Spiel Ghost of Tsushima nicht angeln. Voll geil. Die gefährliche Hängebrücke da, ey. Müssten doch eigentlich auch gleich da sein. 40 Meter, ja. Das ist direkt hier. Suche nach Minato. Da oben? Da sind Gegner. Habt ihr Minato gesehen? Vielleicht kann ich ja noch fragen. Sagt eurer Schamanin, ich knie nicht nieder. Und ich trinke euer verdammtes Gift nicht. Was immer es ist. Ich habe gehört, was sie Menschen antut. Da ist der Schamane. So, der Schamane ist down. Jetzt reicht aber hier. So, Bogenschützen sind weg. Und der andere hat schon die Beine in die Hand genommen. Erstmal Schwert sauber machen. So. Das ist also Minato. Stillhalten. Wer hätte das gedacht? Von einem Samurai gerettet. Seid ihr Minato? Wer will das wissen? Ein Ronin, der nach einer alten Rüstung sucht. Ich hörte, ihr segeltet mit Schwarzhand Rico. Psst, leise. Er wird euch hören. Also glaubt ihr die Märchen? In manchen Nächten spüre ich Ricos Augen auf mir. Ich höre seinen zahmen Affen, wie er das Mark aus Knochen saugt. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich schwöre es.
Diese dreckigen Affen, sie beobachten uns. Erinnert ihr euch an die Nacht der Meuterei? Wie könnte ich seine letzte Ruhestätte finden? Wir lagen vor der Nordostküste vor Anker. Da war irgendetwas unter der Wasseroberfläche. Etwas Leuchtendes. Die Spiegelung des Monds? Der Mond schien in dieser Nacht nicht. Leuchtendes Wasser. Das ist nicht viel, aber es muss wohl reichen. Vielleicht irgendwelche Algen oder Quallen, die bei Nacht ein bisschen leuchten. Sollte es ja auch geben. Finde das Leuchten im Wasser an der Nordostküste. Hauptquest müssen wir ja sowieso auch an die Nordostküste. Ja, also guck mal, das ist alles hier in der Nähe. Ist doch hervorragend. Okay, dann gehen wir mal hin. Es ist eh nicht mehr weit, nur 250 Meter. Sagt er was? Nö, Pfeile voll. Also danke, Minato. Du warst sehr hilfreich. Muss ich an die Klippen? Nee, da lang, ne? Ja. Es ist Nacht. Vielleicht sehen wir dann das Leuchten im Wasser vielleicht besonders gut. Whoa! Kann man mal machen. An der Landung arbeiten wir noch, Pferdchen. Sora. So. So, da ist Wasser auf jeden Fall schon mal. Und da ist der besagte Ort. Hin und wieder gab es bei solcher mystischen Quest ja am Ende immer auch einen besonderen Kampf, ne? Da unten? Oder da? Hier sind viele Brücken gespannt. Ich bin ja im Suchgebiet drin. Ich muss jetzt nur den richtigen Ort finden. Erstmal runter zum Wasser. Oh, hier ist noch ein Sakai-Banner. Das da drüben sieht auch gefährlich aus. Mongolenfeste. Das sind die leuchtenden Streifen, die wir hier gesehen haben, ne? Da unten. Das da. Das alles leuchtet. Ich denke mal, in die Höhle muss ich. Die ist sehr verdächtig gerade. Ich brauche nur einen sicheren Weg nach unten, so wie hier zum Beispiel. Die Donnerklippen. So, das sind doch, ist auf jeden Fall irgendwie so Krill-Algenzeugs, was hier am Leuchten ist. Vielleicht da rein. Da ist ein Affe, ne? Der Affe ist auch vielleicht verdächtig, wenn der Affe vielleicht zum Piraten gehört. Licht unter dem Wasser. Rico war erblindet. Vielleicht sah er noch genug, um dem Licht zu folgen. Oder sein Affe tat das. Ja. 140 Meter, ich soll da lang. Na, war da gerade eine Qualle? Nö. Hier kann man rauf. Schöner Sprung. Wieder nach unten? Kann doch hier weiter, oder? Da geht's aber eher wieder nach oben. Na, so. Gehen wir lieber runter. So. Okay, weiter durch die Schlucht schwimmen.
Oder zum Glück nicht schwimmen. Das Wasser ist hier flach genug. Ein Glühwürmchen, das auch noch über dem Wasser rumfliegt und auch noch zusätzlich leuchtet. Aber meine Vermutung war doch richtig, ja? Bei Nacht sieht das echt schön aus. Kommt ihr hierher, Rico? Geheimnisvolle Höhle. Okay. Noch weiter hinein. Ihr könnt Pfeile mitnehmen. Und auch noch Brandpfeile. Der Donner tobt auch. Es sind ja die Donnerklippen. Jetzt wird's dunkel. Ein Durchgang. Versperrt. Wenn ich die Schale entzünde, finde ich vielleicht einen Weg. Finde einen Weg, die Schale zu entzünden. Ich hab doch gerade Brandpfeile gekriegt, oder? Wie wechsle ich nochmal die Brandpfeile? So. Jetzt sehen wir auch, was wir hier haben. Und die Brandpfeile auf jeden Fall wieder erstmal wegwählen. Habe ich nicht so viele von. Nice. So, was erwartet uns in dieser Höhle? Noch mehr Leuchtewasser. Aber hier drin stehen wenigstens Laternen rum. Ich brauche Licht. Wie kann ich Feuer machen? Wo ist denn die nächste vielleicht Laterne? Vielleicht mit den Brandpfeilen. Ja, Jin, vielleicht mit den Brandpfeilen. Brennöl, Brandpfeile. Gut, dass es hier mal neue gibt. Jin Sakai wird zum Tomb Raider. Die Affen mögen kein Licht. Wenn ich alle Schalen anmache, weiß ich wenigstens, wo ich herkomme und wo ich schon mal war. Brandpfeile. Uh-oh. Ich glaube, die Höhle hält nicht mehr lang. Schreit da jemand? Oder sind das Affen? Hier geht's auch lang. Was haben wir hier? Abzweigungen. Brandpfeile. Brennöl. Und hier haben wir auch Leichen. Sie wurden erst vor kurzem getötet. Aber von wem? Es ist also noch jemand hier am Leben, der in der Höhle wacht. Vielleicht einer von der Crew von der Schwarzwand auch noch? Wow, da ist ein krasser Buddha oder so. Und noch jemand tot. Vorräte. Okay. Ich kann da unten schon mal Licht anmachen, hier bei der Buddha-Statue. Spannend gemacht. Jemand hat eine Schriftrolle vergessen. Hier gab es wirklich einen Schatz, aber mit diesem verstauchten Knöchel komme ich nicht wieder raus. Es fühlt sich an, als würde ich tagelang hier unten mit dem Affen festsitzen, die mich immer verfolgen, mich in der Dunkelheit beobachten. Ich hätte Kashiras Geschichte nicht glauben sollen. Aha, auch einer, der auf die Geschichte gehört hat. Genau wie Jin. Da sind die Affen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Nicht beißen. Okay, da geht's weiter. Ist da drüben denn noch irgendwas?
jeden Fall liegen hier immer noch so ein paar von diesen Vorräten rum. So, weiter geht's. Erstmal hier noch ein paar Brandpfeile mitnehmen. Ganz schön größer die Höhle. Groß. Einen Pfeil schießen, gleich wieder einsammeln. So geht's richtig. Schriftrolle. Eine Nachricht. Das letzte, was ich sah, waren Gesichter voller Hass, Wut und köstlicher Angst. Danach löst sich die Welt in Tropfen aus Licht und Schatten auf und versank nach und nach in tiefer, allumfassender Finsternis und es folgten Jahre der Pein. Ich habe gelernt, die kühle, feuchte Dunkelheit zu lieben, aber die Erinnerung an diese Gesichter befeuert meine Seele. Noch ist Zeit für Rache. Ich werde ihre Schmerzensschreie genießen, wenn es soweit ist, auch wenn ich ihre hasserfüllten Gesichter nicht mehr sehen kann, weil er blind geworden ist. Noch mehr Statuen, ey. Wie haben sie die alle hier reingekriegt? Die ganzen Piratenschätze. Jemandes Schätze. Das Sammeln muss Jahre gedauert haben. Mhm. Inventar ist voll. Okay. Was war denn, wäre denn da drin gewesen? Materialien für irgendwas? Also, denke ich mal, nichts Wichtiges. Okay, ich muss hier hoch. Ah, hier kann man hochklettern. Also die ganzen Handelsmaterialien habe ich halt vom Hauptspiel alles noch voll im Inventar. Kein Wunder. Ich kann halt gar nichts mitnehmen. Die Höhle hat einfach kein Ende. Jetzt passiert was. Ich sah euch in meinen Träumen. Zeigt euch. Ein weiterer Jäger, der auf meine Rüstung aus ist. Und auf die Macht der Sarugami. Schwarzhand Riku, ihr lebt noch. Nein, ich wurde wiedergeboren. Aha. In der Dunkelheit. Das ist ein anderer, das ist nicht Riku. Der hat die Rüstung vielleicht schon vorher gefunden. Duell in der Grube der Dunkelheit. Ihr seid blind. Das ist kein würdiger Kampf. Nein, ist es nicht. Au! Habe ich gerade auf mein Leben geguckt. Ihr werdet die Sonne nie mehr sehen. Na, hast du die Schnauze voll oder was? Himmelschlag! Ausgewichen. Nimm meine Klinge, Sarugami. Nice. Oh, der hat zwei Schläge gemacht. Himmelsschlag. Schöner Kampf. Hat Spaß gemacht.
Jetzt haben wir die Rüstung. Sarugami-Rüstung. Durchdrungen von der Kraft eines furchterregenden Affengeist drängt ihren Besitzer dazu, Risiken und Gefahren einzugehen. Was ist denn da drauf? Alter, wie sieht das denn aus? Optisch ist das nicht schön, wenn ich es noch sagen darf. So, normales Parieren ist deaktiviert. Die perfekte Parade wird zu einer Kette von zwei Angriffen und perfektes Ausweichen fügt auch Gegnern im Umkreis Schaden zu. Okay. Alle Entschlossenheitsgewinne sind um einen mittleren Wert erhöht. Verlängert das Zeitfenster für die Ausführung von perfekten Paraden und perfekten Ausweichen um einen mittleren Wert. Die Sachen sind interessant, dass man nicht normal parieren kann, sondern nur das Perfekte, aber das ist dann heftiger. Würde ich mal ausprobieren, ansonsten... Ja, weiß ich nicht. Es ist optisch nicht so schön. Verbesserungen sind auf jeden Fall da. Ich habe auf jeden Fall alles, um alles zu verbessern. Wie sieht die dann aus, wenn sie voll verbessert ist? Ich hoffe, man kriegt vielleicht noch eine andere Farbe. An den Schulterplätzen sind halt die Affen drauf. Der Umhang ist ganz schick mit dem Pelz und sowas. Geht, ne? Mich interessiert, wie es im Kampf ist. Sarugami-Helm, ein zuverlässiger Schutz gegen den Feind des Sarugami. Mehr sagt er nicht, okay. Verbesserung verfügbar. Genau. Und dann muss ich hier noch den Ausgang finden. Zeit zu verschwinden. Jo, Zeit zu verschwinden. Das sagst du so leicht. Hier sind Laternen. Gibst du die wieder raus? Nee. Warte mal, hier bin ich da reingekommen, ne? Ja. Ich laufe doch nicht den ganzen Weg wieder zurück. Es gab doch immer mehrere Eingänge bei solchen Sachen. Da. Da wird's angezeigt. Ist irgendwo in die Richtung. Hier lang. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Duell. Dann haben wir die erste neue Rüstung hier im DLC bekommen. Können nicht mehr normal parieren, sondern nur noch perfekt parieren. Gefährlich ist es, aber wenn man es hinkriegt, ist es bestimmt geil, weil man dann mehrere Gegner trifft. Perfektes Ausweichen trifft mehrere Gegner und das andere ist dann einfach eine Kombo aus zwei Schlägen dann. Klingt halt stark, wenn man es gut spielen kann. Er ist hier drüben! Wir sollten es jetzt, glaube ich, mal ausprobieren. Die Rüstung passt gut zu euch, mein Herr. Ihr seht ganz aus wie der alte Riku. Kashira, solltet ihr nicht gerade Geistergeschichten in Phones Zuflucht erzählen? Gebt die Rüstung her. Und zwar schnell. Ich muss pissen. Hab's mir für Rikus Leichnam aufgespart. Riku gehört euch. Die Rüstung jedoch mir. Verdammter Samurai. Der wollte die Rüstung. Der wollte nur einen finden, der die Rüstung. Nice. Das sind halt die zwei Schläge dann. Einmal perfekt parieren, zweimal schlagen. Und bei dem perfekten Ausweichen. Gucken, ob ich das hinkriege. Wow. Perfektes Ausweichen kommt einfach in den Dreh. Lass das! Alter! Ihr müsst es doch nicht tun. Ist halt gefährlich, ne? Aber... Na, roter Angriff, ey.
Der lebt auch noch. Der pickt sich nicht eben. Das waren alle. Okay. Der Sarugami ruht immer noch in der Rüstung. Das war die ganze Legende von Schwarzhand Riko. Abgeschlossen. Fluch und Segen zugleich. Also gegen eine richtige große Mongolengruppe könnte das echt ein bisschen gefährlich werden, ey, mit der Rüstung. Aber ich find's gut, es ist mal eine Rüstung, die wirklich das Gameplay dann richtig stark beeinflusst, ne? Interessant. Ich behalte sie nochmal an. Mir gefallen die Farben überhaupt nicht, aber vielleicht ist das Gameplay ja interessant. Danke fürs Einschalten in der heutigen längeren Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr seid bis zum Schluss da dran geblieben. Und dann bedanke ich mich und sage wie immer ciao, ciao, bis zur nächsten Folge mit Jin. Ciao.